Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei diesem Video. Meine Haare sind noch ein bisschen nass, entschuldigt das. Ich habe mir ein Bett gekauft und das sieht so aus. Das ist mein Bett, da lege ich mich jetzt immer rein und dann, ja, das war der Karton. Okay, ich habe ja gesagt, dass ich mir vielleicht ein Bett aus Bierkisten machen wollte. Hat nicht geklappt und so. Ich habe mir ein Bett aus Pappe bestellt. Das ist mein Bett. Das ist quasi mein Bett, mein Lattenrost, alles in einem. Und das ist einfach nur Pappe. Ja, und das probiere ich jetzt mal irgendwie aufzubauen. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, wie das funktionieren soll. Ja, mal gucken. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Ich weiß einfach nicht, was ich mache. Ich weiß einfach nicht, was ich machen muss, Leute. Jetzt guckt, es liegt jetzt da auf dem Boden. Und ja, ich weiß doch nicht. Da passt irgendwie noch keine Matratze drauf. Ich weiß doch auch nicht. Hier ist so eine Anleitung. Falsch rum. Okay, aber doch richtig rum. Ach so. Ach, mein Bett ist sofort einsatzfertig. Hä? Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, Leute. Ich verstehe es nicht. Es gibt online so ein Tutorial. Ich gucke mir das mal an. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich hab einfach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so dumm. Okay. Machen wir erstmal all das. Dann. Okay, das muss falsch liegen. Das muss. Okay, Leute. Ich glaube tatsächlich, dass das so sein soll. So. Und da kommt jetzt die Matratze drauf, glaube ich. Ja. Das heißt, wir machen einfach einmal so. Legen wir jetzt da drauf. Ich habe mich natürlich hier geschnitten. Ja. Schwer verletzt bin ich. Schwer verletzt und außer Atem. Ich schwitze. Meine Güte, ey. Ja, so. So sieht das dann aus. Grundsätzlich gar nicht so scheiße. Jetzt natürlich die große Frage. Hält es mich? Ich weiß nicht, wie ich mich da drauflegen soll. Scheint zu halten. Ich glaube, ich kann hier drauf Sex haben. Ja gut. Ich blute richtig krass, ey. Seht ihr das? Ruhm in der Box, wenn ihr das seht, ne? Schick mal Schmerzensgeld. Ich bin so außer Atem, Alter. Okay. Das fühlt sich so komisch an. Ich habe einen Albtraum. Das ist so. Es ist seltsam, Leute. Es ist selbst seltsam. Und. Ich finde nie wieder einen Job, Leute. Okay. Fühlt sich. Ich krieg gerade ein bisschen Rückenschmerzen. Ich weiß auch nicht. Aber scheint zu halten, ne? Die Sache ist die. Wie soll das zusammenbrechen, ne? Wie? Es ist halt die Frage, ob ich hier jetzt Rückenschmerzen bekomme. Es fühlt sich schon komisch an. Hi, meine Damen. Ich bin Cornelius. Von Love. Und ich suche eine Freundin, die mit mir hier liegen will. Okay, hier hinten ist eine Ritze. Wenn ich in die Ritze hier hinten falle, dann werde ich da verhungern. Da komme ich nie wieder raus. Ah, scheiße, ey. Okay, ja, und dann stehe ich einfach morgens so auf. Wisst ihr, sowas könnte ich auf einem normalen Bett niemals machen. Oder so. Mich so abstützen. Wenn ich das machen würde, oder so. Direkt
jedes Lattenrost. Pff. Aber scheint gut zu sein. Okay. Mucci Beato. Oh, guck nicht auf die Matratze. Ja, wo tue ich die jetzt hin? Keine Ahnung. Das ist ein Problem. Naja.